Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin voll aus der Puste. Ich war heute beim Aldi einkaufen, habe fast 100 Euro bezahlt. Da haben wir ganz viel mitgenommen heute. Denn wir kaufen heute nur bei Aldi ein, nicht bei Kaufland, weil wir heute viel zu tun haben. Lukas hat ein Spiel, Roy muss arbeiten und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, mache ich den Großeinkauf heute und Roy holt dann nur noch stilles Wasser. Genau. Wasser für Selina mit Strudel. Dann habe ich Brötchen mitgenommen, normale Brötchen, dann so Krüstchen und Chia-Brötchen. Dann habe ich eine, oder ich glaube zwei von diesen Nudeln hier. Ja, 69 Cent oder 49 Cent verschiedene. Die schmecken uns total gut und auch die Form mögen wir. Dreimal Gold Kiwis. Ups. Dann gab es Himbeeren für 99 Cent. Deswegen habe ich gleich vier Packungen mitgenommen und die sind richtig, richtig groß und schön. Ja, mögen wir alle total gerne. Toastbrot, American. Genau, hier ist die zweite Tüte Nudeln. Dann habe ich Bio-Äpfel, waren sogar 30% günstiger. Für die Kleine habe ich so Bio-Dinkel-Banane-Kekse mitgenommen. Ja, mal gucken, ob sie die isst. Eine Aubergine. Dann habe ich hier so eine Spätzlepfanne mit Gemüse mitgenommen. Ja, und Pilze. Mal gucken, so zwischendurch mal. Dann Lukas seine Sticks hier, die er immer im Kaufland nimmt. Gibt es im Aldi drei verschiedene Sorten. Da habe ich erstmal Mozzarella Sticks und Emmentaler Sticks mitgenommen. Und da gab es aber noch eine Sorte. Oder noch zwei Sorten. Laugestangen für die Kinder. Dann habe ich hier so Hähnchen-Mortadella mitgenommen für die Kinder, für die Schule, Wiener Würstle, Bio-Zucchinis habe ich mitgenommen, dann so Marzipan-Kartoffeln, mögen wir alle gerne, Bio-Eier, die letzte Packung, es gab auch keine anderen Eier. Es geht weiter und zwar meine Chips sind im Angebot von 99 Cent, auch noch eine XXL-Packung. Wie cool ist das? Ich habe gleich zwei mitgenommen. Dann habe ich Erdbeeren mitgenommen. 30% günstiger sogar. Hähnchenschnitzel. Minis. Dann haben wir einen Flammkuchen mitgenommen. 1,99. Dann diese Schnecken, die ich immer mitnehme. Roy und Selina lieben die. Spätzle. Dreimal. Diesmal Bio-Badan. Dann so lauge Käsestangen, zwei Stück. Dann habe ich so ein Testbacks-Gemüse. Ich hoffe, ich nehme jetzt auf. Ich muss jetzt die Kamera vom Roy nehmen. Denn irgendjemand hat meinen Akku abgesteckt, als beim Laden war, und die Schublade gesteckt. Das heißt, der Akku will leer. Ich beeile mich. So, always dieses Gemüse. Dann gab es Durstlöscher für 39 Cent. Ich glaube, der Akku blinkt auch. Oh Gott, ich drehe mich. Dann habe ich so einen Smoothie mitgenommen. Erdbeer, Orange, Aronia, alles Mögliche. Dann so eine Vollmilchschokolade. Und dann gab es so süße Milka-Schokoladen für 69 Cent. Da habe ich mal zwei mitgenommen. Nimm's auf, ja. Joghurt für die kleine Maus und für die großen. Schweinefilet. Dann habe ich so Kochschinken mitgenommen. Schokobons für 1,99 in weiß. Wieder dieses Einback, was wir so gerne zum Frühstück essen mit der Kleinen. Dann habe ich Mini-Reibekuchen mitgenommen. Nochmal Einback. Oh, das letzte quetscht, aber ist nicht schlimm. Nochmal eine Packung Chio Cheese Chips. Oh, ich liebe die. Dann gab es so große Packung Almette. Da habe ich mal eine mit Schnittlauch mitgenommen. Der Akku blinkt. Eine Butter. Ein Quetschi, weil wir fahren jetzt nach Stuttgart. Die kleine. Eine Zucchini. Dann habe ich noch XXL Nussig mit Käse mitgenommen. Noch eine Tüte, wir schaffen es. Da habe ich noch Ginger Ale hier hinten. Ein Sixpack Ginger Ale, ein Sixpack Wasser. So Muffins. Dann habe ich hier so Salz Cracker.
zweimal Käse, Mozzarella und was ist das? Egal. Käse, steht das nicht drauf, bevor ich das suche. Nochmal Schinken. Dann so Gürkchen für die Schule zu mitgeben. Zweimal meine laktosefreie Milch. Und, habe ich zum ersten Mal gesehen, bin ich voll gespannt, eine Veggie-Lasagne. Da bin ich echt mal gespannt, wie das schmeckt. Ja. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Und der Akku blinkt und blinkt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 11 Uhr im Vlog wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt dran, ein Abo ist umsonst. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und genau, ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.